Ja, dann willkommen zu diesem Thema afrikanische Lösungen für Probleme Afrikas, die Rolle globaler Akteure in Afrika am Beispiel von China. Das ist, was ich heute kurz mit Ihnen durchgehen möchte. Und hier zeigt ein Bild im Jahre 2006 in Nigeria, Lagos aufgenommen. Und dadurch, dass China in vielen afrikanischen Ländern investiert, es ist auch die Präsenz Chinas in Afrika sehr, sehr prominent. Und hier zeigt ein chinesischer Projektleiter in einem Siedlungsgebiet in Lagos telefoniert und ein Nigerianer hält den Regenschirm und gleichzeitig einen Kalaschnikow, also mit dem linken Hand Kalaschnikow, um zu schützen gegen Gefahren und aber auch gleichzeitig gegen Regen. Vielleicht als ein Einstieg finde ich das Bild gar nicht so schlecht. Also gewissermaßen, ich so ironisch sehe ich auch dieses Bild. Er telefoniert und der andere hebt den Regenschirm und die Beschützende mag sozusagen mit Kalaschnikow. Ja. Was ist der Inhalt meines Vortrages, meine Ausführung hier? Es geht um folgende Themen. Der Überbegriff ist Afrika Blick nach Osten, Chancen und Gefahren. Was bringt das für sich mit sich? Und viele afrikanische Staaten haben viele Investitionen aus China. Und das werde ich schildern und davor die Ausgangslage und dann die chinesische Präsenz in Afrika aus ökonomischer Sicht, aus kultureller Sicht, aus politischen und aus militärischen Sicht werde ich dann zum Schluss kommen. Wie ist die Ausgangslage? Die Ausgangslage ist so, dass Afrika in den letzten 20, 30 Jahren bis vor Corona-Zeit viele afrikanische Staaten befanden sich in einem großen Wirtschaftswachstum von 10 am schnellsten wachsenden Wirtschaften der Welt. Es waren 6 in Afrika. So angefangen von Senegal, Ghana, Äthiopien, Ruanda, Tansania, Djibouti und diese Länder waren bei sehr, sehr schnell wachsen wirtschaftlich. Und 2020 kommt Corona und seitdem hat sich die Lage natürlich anders entwickelt. Ja. Also Häfen werden gebaut, Straßen werden gebaut, Eisenbahnlinien werden gebaut und die werden auch gebraucht für den wirtschaftlichen Aufschwung und dabei spielt China eine Rolle. So daher sieht man, welche sind die Akteure, wer ist wichtiger Akteur. Und wenn man China auf der einen Seite sieht, Westen auf der anderen Seite, kann man einen schönen Vergleich bekommen. Wenn man sich China anschaut, das chinesische Geld kommt unkompliziert, schneller, weniger bürokratisch und die Projekte, wenn sie einmal begonnen haben, laufen auch schneller, die Projekte beginnen auch schneller. Es gibt weniger Hürden und da muss man sich fragen, warum das so ist. Ja. Darauf werden wir noch einmal kommen. Die Chinesen sind wettbewerbsfähiger, aber weil es ist auch wenig bürokratisch läuft, das Ganze, vor allem in Bezug auf Umweltstandards, also Investitionen, Infrastrukturprojekte werden oft auch mit wenig Umweltstandards schon in Angriff genommen. Wenn man die von der westlichen Seite sieht, also der Westen sieht, dass in Afrika Geschäfte viel riskanter sind, wegen politischer Instabilität oder wegen Korruption und Schmiergelder, also die an die Entscheidungsträger gezahlt werden. So, das wird als Investitionshindernis gesehen. Jetzt die Frage ist, wie wettbewerbsfähig ist der Westen in Afrika angesichts des chinesischen Wettbewerbs, also chinesischen Einflusses? Und was heißt denn überhaupt dieser Wettlauf mit externen Akteuren für Westen in Afrika? Also das wären einige Punkte, die wir hier anschauen werden.
Jetzt aus der ökonomischen Sicht. Aus der ökonomischen Sicht, wenn wir 1990 ungefähr beginnen, wenn wir die westlichen Firmen und chinesische Firmen uns anschauen, Anteil europäische oder westliche Firmen waren 1990 so 85% und die chinesische Firmen waren so mehr oder weniger nicht existent oder nicht erwähnenswert. Und so 13 Jahre später, 2013, war schon ein anderer Trend. 12% aller Infrastrukturprojekte waren durch China gebaut und immer noch 37% vom Westen. Und 2020, jetzt wäre interessant zu vergleichen mit 1990, wo wir begonnen haben. Und das hat sich ziemlich umgedreht: 31 aus China und 12 aus dem Westen. Also statt 85% nur 12% in diesem Zeitraum, also in diesen 30 Jahren. Ja. Und bis 2040 werden in Afrika jährlich 300 Milliarden US-Dollar investiert. Und man muss sich anschauen, wer wird denn in dem Bereich am meisten investieren? Welche externe Akteur wird den großen Einfluss haben? Auf der rechten Seite sehen Sie hier, wenn man sich die Daten anschaut, das ist von Economist, also keine älteren Daten, sondern vom vergangenen Monat, die von Finanzinstitutionen investierten Gelder im Zeitraum 2007 bis 2020. In diesem Zeitraum sehen Sie, wie die chinesischen Finanzinstitutionen, wie dominant sie sind. Und dann gehen Sie runter, sehen Sie USA oder Deutschland oder Niederlande und andere Länder. Also da die Finanzinstitutionen, wie viel sie hier involviert sind. Also der Anteil Chinas deutlich stärker. Eine dichte Folie hier zeige ich Ihnen, weil sie einiges kompakt an Projekten zeigt in Afrika, vor allem im Zeitraum 2005 bis 2018, aus ökonomischer Sicht, was wird in welche Infrastruktur gebaut, wie ich am Anfang gesagt habe, eben in Straßen, Eisenbahnlinien, in Zementfabriken, in Stromerzeugung, also Staudämme etc. 380 Milliarden in diesem Zeitraum investiert in der Maghreb-Region, das Trans-Maghreb-Highway, 3.200 Kilometer lang verbindet oder profitieren 55 große Städte in Nordafrika, 60 Millionen von 100 Millionen Menschen profitieren davon. Internationale Flughäfen sind vernetzt mit dieser Hauptstraße. Hauptuniversitäten, Spitäler, Forschungseinrichtungen etc. befinden sich auf der Strecke. Also eine strategisch eine sehr wichtige Infrastruktur, die hier gebaut wurde oder gebaut wird und weiterhin ausgebaut wird. Und 2018 hat mit Algerien, also China mit Algerien, ein Abkommen geschlossen und in Phosphatfabrik, also in Phosphatproduktion 6 Milliarden US-Dollar zu investieren. Staudämme, wie ich vorhin gesagt habe, zum Beispiel in Nigeria, ein Staudammprojekt, was höchstwahrscheinlich 2030 vollendet wird und dieser Staudamm mehr als 3.000 Megawatt produzieren wird und der chinesische Anteil ist 85% und der nigerianische Anteil 15%. Ähnlich in Angola investiert, also 4,5 Milliarden US-Dollar investiert und dieser Staudamm wird wahrscheinlich bis 2024 fertiggestellt. Schon seit 2016 gibt es eine Eisenbahnlinie zwischen Djibouti und Addis Abeba, so zwischen Djibouti und Äthiopien. Und sie ist in Betrieb zuerst für Güter seit 2016 und seit 2018 auch für Personen. Und das hat 4 Milliarden gekostet und 3,4 Milliarden der äthiopische Anteil. Und davon hat 70% China übernommen, 30% Äthiopien, also den restlichen Teil von diesen 4 Milliarden Djibouti übernommen.
also der djiboutische Anteil. Ja. Es gibt andere Eisenbahnlinienprojekte auch in Kenia, also zwischen Nairobi und Naivasha Eisenbahnlinie, seit 2019 aktiv und in Investitionen, mit Investitionen von 1,5 Milliarden US-Dollar und auch natürlich davor in den 70er Jahren andere Eisenbahnlinien gegeben, die Tansania und Sambia verbindet. Es gibt auch weitere Eisenbahnlinienprojekte, die zwischen Ruanda und Uganda laufen oder laufen werden, in Entstehung sind. Und viele Eisenbahnlinien werden geplant, vor allem wenn die Region stabil ist, zum Beispiel zwischen Äthiopien und Sudan und Kenia und Uganda, Ruanda und Kenia und so weiter. Also diese Gegend hat große Projekte vor Äthiopien und Kenia, vor allem auch sehr, sehr, die eng zusammenarbeiten, Eisenbahnlinien und Straßen ausgebaut werden und so. Also da wird der chinesische Anteil sicherlich nicht wenig sein, sondern mehr. Und Windhoek Hafen war so gebaut, auch 2019 hier China, also von China gebaut. Ja. Und in Djibouti wird auch ähnlich im Hafen ausgebaut bzw. erneuert. Und da sind die 3 Milliarden US-Dollar investiert. Und das sind nur einige Beispiele zu nennen in Infrastrukturprojekten. Es gibt den Minenabbau zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo, in Minenprojekten für Rohstoffe, sei es für Elektroautos, für andere Technologien oder für Laptops und Computer relevante Rohstoffe wie Kobalt und Coltan und so weiter, die abgebaut werden, also wo auch China involviert ist. Und da zeige ich Ihnen eine Grafik, die zeigt, dass das sind 8 afrikanische Länder, wo China präsent ist, also mit chinesischer Direktinvestition. Und das ist der Zeitraum 2004 bis 2014. Interessant hier zu sehen, ist einfach der Trend, wie in diesen 10 Jahren, wie die Entwicklung ist. Ja. Also hier in Angola jährlich um 89% gewachsen, in der Elfenbeinküste jährlich um 14%, in Äthiopien jährlich 52%, Kenia 41%, Nigeria 41% und Südafrika 59%. Also da sehen Sie hier ein riesen jährliches Wachstum von Direktinvestitionen. Und auf der rechten Seite sehen Sie einen Vergleich von externen Akteuren in Afrika jetzt in Bezug auf Direktinvestitionen, Handelspartner, also wichtigsten Handelspartner mit Afrika. Und das ist natürlich China an erster Stelle. Diese Daten sind von 2015. Also China ganz, ganz oben an erster Stelle und andere Staaten, wie Sie sehen, drunter und vor allem auch die europäischen Staaten. Ja. Gut, und wenn wir das Jahr 2004 bis mit 2006, also im Durchschnitt, so habe ich Ihnen die Länder, afrikanische Länder gezeigt und dann die China im Vergleich zu anderen externen Akteuren habe ich gezeigt auf der vorherigen Folie. Jetzt auf dieser Folie sehen Sie, wie ist der allgemeine Trend, also 2004 bis 2016, also ganz steiler Aufstieg, genau, also von null plötzlich 50 Milliarden in eine Dekade, eine Investition, das eine große Investition ist, ja. Und auf dieser Folie zeige ich Ihnen aus der Handelsperspektive, wie der externe Akteure in Afrika, wenn wir so 3 Perioden vergleichen, 2000 bis 2010, 2010 bis 2015, also 3 Jahre, diese 2 Perioden vergleichen. Das ist interessant zu sehen. Hier sehen Sie den Gesamtvolumen in US-Dollar, also Milliarden. 2000 waren es nur 7,3 Milliarden und 2010 waren schon 93 Milliarden, 2015 waren schon
136 Milliarden. Also das ist in absoluten Zahlen. Und in der Mitte sehen wir anteilsmäßig, 2000 war China hat nur 3% ausgemacht, dann war plötzlich ja schon mehr als 11% und 2015 war schon 16%. Und hier auf der rechten Seite diese also Reihung, wer war an erster Stelle, wer ist an erster Stelle, zum Beispiel 2010 waren die USA an erster Stelle und 2015 war schon China an erster Stelle. Also da hier von Handelsvolumen her. Und das zeigt auch eben diesen Trend, welchen Einfluss China hat. Ja. Also das wäre jetzt aus der ökonomischen Sicht. Dann schauen wir uns aus der kulturellen Sicht. Wie schaut es aus? 2005 war das erste Mal in Afrika, dass China ein Konfuzius-Institut gegründet hat. Das war das einzige Land, das war das erste Mal. Und 2019 sind schon bereits 48 Zentren in Afrika. Und China ist nach Frankreich zweitgrößte, also am meisten vertretenes Land mit Kulturinstituten in Afrika. Auf der rechten Seite in der Grafik sehen Sie, das sind nur die Konfuzius-Institute, während hier alle Institute zusammengenommen, also mittlerweile China in den USA. Hinter Frankreich, Entschuldigung, am stärksten ist ja. Und das ist in kürzester Zeit, das ist eben das Entscheidende. Und der Chinesisch wird auch in Afrika zunehmend unterrichtet, in vielen Universitäten, aber auch nicht nur Universitäten, sondern auch wo chinesische Firmen tätig sind. Stipendien für afrikanische Studenten werden immer mehr. Tausende Studierende gehen nach China. Also Afrika, dadurch, dass viele Chinesen in Afrika leben, wird auch eben für die Verbreitung der chinesischen Sprache, wird Afrika sozusagen eine Plattform. So, zum Beispiel, wenn wir uns Nigeria anschauen, es sind 920 chinesische Firmen in Nigeria und da werden natürlich sehr viele Chinesen dort leben man braucht mehr Übersetzer, also vom Chinesisch ins Nigerianisch oder in Englisch oder in andere Sprachen mehr. Und das ist natürlich für viele Nigerianer auch ein Vorteil. Ein Übersetzer von Chinesisch in einheimische Sprache verdient das Fünffache das Mindestlohn von Nigeria zum Beispiel. Das ist für das letzte Jahr 77 US-Dollar. Und wenn jemand Chinesisch spricht und übersetzt, dann verdient man das Fünffache. Das ist, glaube ich, etwas Lukratives. Ja. Und Chinesisch sprechende Communities in Afrika sind sehr, sehr, eben, wie ich vorhin gesagt habe, präsent. Sie werden immer mehr, wenn man sich Südafrika anschaut, Nigeria anschaut, Mauritius, Madagaskar etc. Die chinesischen Communities werden immer größer. Ja. Also vier von sieben größten im Ausland befinden sich in diesen Ländern. Genau. Und nur einen Überblick zu geben aus der kulturellen Sicht, ja. Aus der politischen Sicht, wie ist es? Da muss man sich die chinesische Außenpolitik oder die Prinzipien der chinesischen Außenpolitik ähnlich wie die russische die besteht aus folgenden fünf Prinzipien. Erstens, also gegenseitiger Respekt für Souveränität und territoriale Integrität. Zweitens, Abwesenheit von Aggression, also keine militärische Einmischung oder Intervention, keine Einmischung in innere Angelegenheit, politisch, zum Beispiel im Namen von Menschenrechten, Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit, Gleichheit und gegenseitiger Nutzen, also Partnerschaft, ökonomische und politische Partnerschaft, kulturelle Partnerschaft, wie ich vorhin im Fall von Chinesisch und Konfuzius-Institut Afrika gezeigt habe, und friedliche Koexistenz. Also das sind die fünf Säulen sozusagen nach chinesischer Auffassung für die chinesische Außenpolitik. Und
Das ist eigentlich etwas Willkommenes für viele afrikanische Länder. Was viele afrikanische Länder Europa vorwerfen, ist, dass Europäer sich viel zu viel einmischen in innere Angelegenheit und im Namen von Menschenrechten, Demokratie. Und China mischt sich nicht ein. China macht Politik oder Wirtschaft, besser gesagt, und alles andere ist die innere Angelegenheit und das geht externe Akteure nichts an. Also das ist die Auffassung von Afrika, von afrikanischen Ländern. So, also das heißt ähnlich wie China und ähnlich wie Russland, also wie die afrikanischen Staaten denken. Und das bedeutet, dass die politische Elite in Afrika ist auf einer Linie mit der chinesischen Führung, auch nach diesen Prinzipien, die ich gerade vorgestellt habe. Aber es gibt auch eine differenzierte Sichtweise, wenn man die Qualitätenprojekte anschaut. Es sind viele Afrikaner, die zweifeln ja, ob die chinesischen Infrastrukturprojekte tatsächlich so gute Qualitäten haben. Und wenn man informell auch mit Leuten redet, sagt, ja, was von China kommt, was von China gebaut wird, ist nicht so qualitativ hochwertig. Also das ist die Auffassung, obwohl in den letzten Jahren die Weltbank und auch einige Universitäten wie Johns Hopkins University einige Studien durchgeführt haben, ob das wirklich stimmt, dass die chinesischen Projekte qualitativ schlechter sind als andere Projekte aus Europa. Und jedenfalls das eine Ergebnis von diesen Johns Hopkins University ist, dass es gibt keine Indizien dafür, dass die chinesischen Projekte qualitativ schlechter wären als andere Projekte. Es gibt auch zunehmend Proteste in afrikanischen Ländern gegen Einfluss, Übermacht Chinas, Kooperation mit nicht demokratischen Staaten, korrupten Staaten oder Chinesen, die sich abschotten und wie in eigenen Communities leben und mit lokaler Bevölkerung wenig zu tun haben und so weiter. Also es gibt immer wieder Vorwürfe gegenüber Chinesen, die in Afrika leben. Es gab auch teilweise Übergriffe in Sambia oder in Kenia wegen Rassismus, dass manche Chinesen dort leben, sich über Afrikaner rassistisch geäußert hätten und so weiter. Also es ist nicht immer oder auf allen Ebenen so positiv oder glatt laufend, sondern es gibt differenzierte Sichtweise zwischen afrikanischen Seite und der chinesischen Seite, beziehungsweise besser formuliert. Die politische Elite sieht das Problem weniger, die Bevölkerung aber schon. Also von der Bevölkerungsseite gewisse Skepsis ist da, von der Seite der politischen Elite eher als Chance gesehen. Aber trotzdem ist die chinesische Technologie ist leistbar für viele, weil es einfach nicht so teuer ist wie die europäische Technologie, ob irgendwelche Technologieprodukte sind oder nicht, oder ähnliches. Sind die chinesischen Produkte einfach billiger und leistbarer und die europäischen etwas teurer. Und es gibt auch medizinische Trainingsprogramme, die stattfinden und was für viele Afrikaner eher als vorteilhaft scheint. Da habe ich vier Grafiken, also bitte lassen Sie sich nicht erschrecken von denen. Ich habe es als Vergleich hier dargestellt. Ich erkläre Ihnen, was diese Grafik zu bedeuten haben. Hier ist eine Studie vor 2 Jahren, 2020, veröffentlicht. Dabei die Studie fand zwischen 2019 und 2020 statt. In 18 afrikanischen Ländern interviewt wurden 26.777 Menschen in 18 afrikanischen Ländern. In dieser Umfrage ging es um China als Modell oder nicht. Kann China als Modell gelten in afrikanischen Ländern? Da ganz oben sehen Sie im Vergleich China, USA oder ehemalige Kolonien, wie sehen die Befragten China als Modell oder nicht? Also China ist nicht an erster Stelle, also ist hinter USA. So also USA sind nach wie vor als Modell, ist technologisch und ja, gesehen. Und die früheren Kolonien eher weniger als China. Und das zeigt auch die Geschichte wahrscheinlich, weil die Geschichte noch nicht
oder immer noch sie eine Auswirkung hat. Also USA an erster Stelle, China zweite und die ehemaligen Kolonien kommen erst danach. Und dann oben rechts sehen Sie in den befragten Ländern, welches Land kommt als Modell in Frage oder interessanter in Burkina Faso, in Mali oder auch in Tunesien sehen Sie, oder vor allem Mali, in Burkina Faso, China als besseres Modell, in Tunesien etwas ähnlich und Malawi etwas ähnlich, in allen anderen Ländern, USA nach wie vor als Modell, in Botswana auch, Entschuldigung, auch China als besseres Modell. Also in den befragten Ländern ist es eine differenzierte Sichtweise, aber überwiegend nach wie vor USA als Modell, als China. Hier unten links sehen wir Altersgruppe, das Niveau von Armut und Niveau von Ausbildung, also Schulbildung und hier Armut und dann hier Alter. Also hier sehen wir auch in der Alterskategorie USA an erster Stelle oder von den Menschen, die von Armut betroffen sind, USA nach wie vor an erster Stelle. Die Menschen, die weniger gebildet oder sehr gebildet sind, USA an erster Stelle und zwischen Frauen und Männern auch ebenso USA an erster Stelle, also als Modell. Und unten rechts sehen wir, welche negativen bzw. positiven Einfluss haben diese Akteure, also die externen Akteure. Da sieht man, dass China knapp vor USA, also positiven Einfluss haben würde. Und dann die ehemaligen Kolonien schneiden hier schlechter ab und Russland noch schlechter. Also wer positiven Einfluss haben könnte. Also hier sehen wir in der Summe nicht China als Modell, sondern USA. Und jetzt gehen wir zur militärischen Sicht. Das wäre also die letzte Kategorie, die ich kurz hier vorstellen möchte. China in Afrika aus der militärischen Perspektive, es ist auch zunehmend aktiv. Es gibt die Militärbasis. In Djibouti seit 2017 gibt es Militärbasis und demnächst wird wahrscheinlich in der Äquatorialen Guinea folgen und andere Staaten wie Kenia, Tansania, Namibia, Angola und Seychellen zeigen Interesse als potenzielle Ziele für Militärbasis für China. Im Hinblick auf Waffenlieferung ist China ein wichtiger Waffenlieferant. Hier gesehen, ja, im Vergleich zu Russland und anderen westlichen Staaten nicht so. Also 17% der afrikanischen Waffenimports zwischen 2013 und 2017 kam aus China. Das ist 55% mehr als so die Jahre davor. Also es ist schon ein deutliches Wachstum hier zu sehen, auch als Waffenlieferant. Ja. Und wenn wir uns einige Länder anschauen, Simbabwe, Mosambik, Namibia, Seychellen, Tansania, Sambia und so, in diesen Ländern hat China 90% der Waffen für diese Länder geliefert. Also es ist die Anzahl, die Menge der Waffen ist klein, aber prozentuell trotzdem der chinesische Anteil deutlich zu sehen. Und auch wie ähnlich wie die Technologiegüter aus China hier, die Waffen aus China sind leistbarer als zum Beispiel russische oder westliche Waffen. Das ist auch ein Grund, warum die Zunahme hier so deutlich ist. Ja. Und weiterer Faktor ist, es gibt keine politischen Bedingungen, bevor man Waffen liefert, zum Beispiel im europäischen Kontext. Die Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit werden immer als politische Bedingungen für die Kooperation oder für die Lieferung von was auch immer formuliert, jedenfalls offiziell und auf Papier. Und, aber diese Konditionalität oder Bedingungen gibt es von der chinesischen Seite nicht.
Und daher ist auch für die afrikanische Seite eher attraktiver und unkomplizierter und keine Menschenrechtsbedingungen, die daran geknüpft sind. Ja. Genau, und wenn wir, also wenn ich eine Region östlich in Afrika anschaue, das ist so sogenannte Horn von Afrika, China ist nicht der einzige, aber doch eines der wichtigsten Länder in vielen Ländern als Waffenlieferant. Das ist für den Zeitraum 2010 bis 2016, welche Länder, also externen Akteure, haben Waffen geliefert an Äthiopien, an Uganda, an Kenia, an Südsudan, Sudan, Somalia und Eritrea. Und China ist eigentlich fast überall dabei, auch als Waffenlieferant. Und europäische Staaten, also westliche Staaten sowieso, USA, Frankreich und aber auch andere osteuropäische Staaten wie Bulgarien, Ukraine, Serbien, Ungarn, in vielen Ländern als Waffenlieferant schon aktiv in dieser Region. Genau, und vielleicht als abschließende Folie oder kurz vor dem Abschluss eine Folie, was heißt das für Europa jetzt? Europa hat in den letzten Jahrzehnten seit der Unabhängigkeit vielen afrikanischen Ländern, also angefangen in Ghana 1956 und dann Sudan 57 und danach Anfang 60er Jahre sind sehr, sehr viele afrikanische Länder, haben sich unabhängig erklärt. Und danach war Afrika eigentlich so nicht so besonders interessant für westliche Staaten. Frankreich hat nach wie vor seine Präsenz aufrechterhalten, aber strategisch wichtig wurde nie gesehen. Nur während des Kalten Krieges war Afrika interessant, damit kein Kommunismus sich in Afrika verbreitet. Und da haben die westlichen Staaten, USA, Frankreich, Belgien und aber auch andere, mit jeglichen Korrupten kooperiert, solange der daran arbeitet oder dafür sorgt, dass kein Kommunismus nach Afrika kommt. Und aber sonst war Afrika jetzt so strategisch, ökonomisch nicht so interessant gewesen. Und das hat genau China erkannt und das hat ausgebaut, ausgenutzt. Und heute ist China wahrscheinlich strategisch am geschicktesten damit umgegangen ist als jeder andere externe Akteur. Und jetzt ist natürlich Europa aufgewacht. Die Chinesen sind so dominant in Afrika, das kann man sowieso nicht mehr rückgängig machen. Russland kommt auch massiv jetzt, und aber andere Akteure wie Iran, Türkei, die Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Katar, und sie kommen auch mehr, und wahrscheinlich ist für Europa auch jetzt langsam an der Zeit, sich mehr zu engagieren. Und vor einem Monat, wie Sie sicherlich mitbekommen haben, hat dieses Gipfeltreffen in Brüssel stattgefunden. Und da wurde auch bekannt gegeben, auch davor hat man daran gearbeitet, ähnlich wie die Seidenstraße von China, so die europäische Global Gateway zu gründen, also mit 300 Milliarden europäische Investitionen und Präsenz global stark zu machen, und von diesen die Hälfte, also 150 Milliarden für Afrika in verschiedene Bereiche, für die Digitalisierung, im Kampf gegen Klimawandel, für nachhaltige Energieversorgung, sauberer Verkehr bzw. Ausbau von Infrastruktur im gesundheitlichen Sektor, in Bildung und Forschung. Also das 150 Milliarden von der europäischen Seite in Afrika investiert werden. Und hier habe ich ein Zitat für Sie, weil die Kommissionspräsidentin sich deutlich von China und von der chinesischen Strategie abheben möchte, und so sie sagt, wir werden intelligente Investitionen in hochwertige Infrastruktur fördern, die entsprechend unseren Werten und Standards, also das ist entscheidend hier, unseren Werten und Standards, das sind die Werte, sind Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, also was man schon seit 50, 60 Jahren so propagiert, dass wirtschaftliche Zusammenarbeit muss Hand in Hand mit Demokratie, Menschenrechte und so weiter gehen. Also das ist, was sie damit meint, ja. Und Umweltstandards im Auge behalten werden in jegliche Investition. Und das ist wieder, was unterscheidet von China.
Diese Werte oder Standards werden nie offiziell oder in den Dokumenten oder aber auch in politischen Erklärungen werden von der chinesischen Seite nicht genannt. Zum Abschließen, was ist der Vorteil der Kooperation zwischen Afrika und Europa, Afrika und China für Afrika? Der eine Vorteil ist, dass die Technologien, dass man Technologie braucht, Investition braucht. China macht das und China hat keine politischen Konditionalitäten und China macht es, wo Europa zögert. Also das heißt, dadurch kommen leistbare Technologien für Afrika, mehr Investitionen kommen nach Afrika. Die Nachteile sind natürlich, nachdem alles so läuft und die Werte, die von der Leyen angesprochen hat, nicht thematisiert werden, kann notwendigerweise natürlich dies kann zu Korruption, zu Vernachlässigung der Menschenrechte, Demokratie, gute Regierungsführung führen. Und jetzt die Frage ist, was heißt es? Soll Europa an dem noch weiterhin festhalten, an Menschenrechte, Demokratie und gute Regierungsführung als Bedingung oder im Wettlauf mit anderen Akteuren, in diesem Fall vor allem im Wettlauf mit China oder Russland, all diese Werte vernachlässigen, um seinen Einfluss in Afrika auszubauen. Ja, das ist, das zeigt, wird uns die Zukunft zeigen, welche Rolle oder welchen Weg Europa nehmen wird. Jedenfalls hat China einen großen Weg gezeichnet und die Zukunft wird zeigen, ob da die Vorteile oder die Nachteile überwiegen werden. Ja, damit wäre ich am Ende mit meinen Ausführungen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt und jetzt hätten wir ein bisschen Zeit für Diskussionen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.